Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Naturhistorischen Museums möchte ich Sie sehr herzlich zu einem besonderen Nachmittag hier bei uns begrüßen. Und zwar aus Anlass des Jubiläums 150 Jahre Freundschaft Österreich-Japan gibt es diese kleine Festveranstaltung, wo wir uns freuen, die feierliche Übergabe eines Geschenks des Kanagawa Prefectural Museums in Japan an das Naturhistorische Museum zum Kern zu nehmen. Details wird Ihnen dann Herr Dr. Michi von unserer ersten zoologischen Abteilung nahebringen. Der Anlass 150 Jahre Unterzeichnung des österreich-japanischen Freundschaftshandels- und Schifffahrtsvertrages aus dem Jahr 1869 ist der Grund dieses Jubiläums. Und es handelt sich dabei um ein Resultat sozusagen der österreichischen Ostasien-Expedition, die eben um diese Zeit 1869 erfolgt ist, bei der zwei österreichische Schiffe, die Fregatte Donau und die Korvette Friedrich, auch nach Japan gefahren sind. Und Sie werden dann noch sehen, dann heute, 50 Jahre später, zurückkommen sozusagen von dieser Geschichte. Ich selbst möchte mich hier ganz kurz fassen. I'll switch to English now in honor of our guests from abroad. Thank you very much for our colleagues from Japan and particularly the ambassador of Japan in Austria, His Excellency Kuinuma. We welcome you very much here at our museum, and Director Hirata from the Kanagawa Prefectural Museum in Japan. Thank you very much for coming. Thanks to you and your colleagues and your staff, and of course also our staff, for making this particular special event a reality. Ich möchte mich auch bedanken bei der musikalischen Unterstützung Professor Jun Lee und Frau Nagako Kitsukuri, die uns musikalisch begleiten werden und die auch sehr stark geholfen haben, dass dieser Tag heute stattfinden kann. Damit bedanke ich mich bei allen Beteiligten bereits jetzt für die wirklich wunderbare Arbeit und Unterstützung und Freundschaft. Und bei Ihnen allen fürs Kommen. Ich wünsche uns einen sehr interessanten Nachmittag. Thank you very much to all our guests, our friends, our colleagues for coming to Austria and for the next 150 years of friendship. There will be other people commemorating this, maybe in the same room, we don't know. Maybe. Museums are there for a long time. And I wish everybody here a very interesting and exciting afternoon. Thank you very much. Sehr geehrter Herr Botschafter, ich darf Sie bitten, Ihre Grußworte an das Auditorium zu richten. Guten Tag, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich heiße Kuinuma, Botschafter von Japan hier in Österreich. Director General, Professor Dr. Kübel, Director Hirata, and Professor Lee, and Mrs. Sumiko Kuri, and distinguished guests. I would like to express my gratitude for the invitation to this ceremony in honor of an important donation from Japan to the Natural History Museum, Vienna. As you know, Japan and Austria are celebrating the 150 years anniversary of the establishment of diplomatic relations this year, with a wide range of events, most of them focusing on the cultural and the artistic exchange between both countries. It is therefore a great pleasure that
Today's ceremony honors the scientific aspect of the relations between our two countries. The conclusion of the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation in 1869 has not only led to the enrichment of the collection of the Natural History Museum with important specimens, it has laid the foundation for an especially fruitful exchange between scientists in Japan and Austria as well. And today's donation of very rare sharks from the Kanagawa Prefecture Museum of Natural History to the Natural History Museum Vienna in commemoration of the anniversary year underlines the importance of this mutual relationship. I therefore want to extend my heartfelt gratitude to the Kanagawa Prefecture Museum of Natural History, as well as to Professor Lee and his wife, Mrs. Mitsukuri, for their joint efforts in realizing these precious donations. Furthermore, I want to thank the National History Museum Vienna and everybody involved in the organization of the special exhibition site at the museum, commemorating the donation and the 150 years anniversary of diplomatic relations. You are making a major contribution to the enrichment of friendly relations and the promotion of mutual understanding between Japan and Austria. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Kommen heute Nachmittag. Wie ich also schon vorher erwähnt habe, so Österreich und Japan, wir haben das 45-jährige Jubiläum. So, das heißt also die nicht nur kulturelle Beziehungen, sondern das wirtschaftliche und politische Austausch haben wir sehr intensiv heuer. Und zum Beispiel, also heute, fliegt der Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach Japan, um die Thronbesteigungszeremonie teilzunehmen. Das ist wirklich eine sehr wichtige Zeremonie also für Japan und für japanische Leute. So, ich wünsche das ganz herzlich, also, dass unsere gute Beziehungen auch in Zukunft noch weiter befördert und sich unterwegs wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Daiji Hirata, Director General of Kanagawa Prefecture Museum of Natural History. And thank you very much for inviting me and Dr. Hiroshi Seno, a curator of collection of fishes, at a ceremony commemorating the 150th anniversary of friendship between Austria and Japan. Moreover, it is a great honor for me to make a speech as such a memorable place. This time, in commemoration of the 150 years of friendship between Japan and Austria, two species of fish sharks, namely Mitsukurina austoni, called as goblin shark in English, and Chlamydocereus lax angulinis, called as flipped shark in English, donated from our museum for the special exhibition held at the Natural History Museum in Vienna and the addition of them to the ichthyological collection of this museum. It is a memorable and honorable event for our museum. These two shark specimens were collected in Sagami Bay, close to Tokyo and Kanagawa, where our museum is located. And Sagami Bay is a deep sea with depths of over 2,000 meters, has high diversity of marine life. For example,
1,600 species of fishes were recorded from the bay on basis of our research. These sharks are members of fish fauna of Salmon Bay, and they often observed in the bay. Later, so detailed explanation about these sharks will be introduced by Dr. Nixie in this museum. Yeah? Now, for European biologists who came to Japan about 150 years ago, and organisms in Salmon Bay and curiosity and interesting and seem to be enough to drive their willingness for research. They collected many species of marine organisms through very opportunity and brought them to their countries for scientific research. And in 1879, German scientist Ludwig Dedenrein came to Japan as a third professor of Faculty of Medicine, University of Tokyo, was one of the such scientists. His collection of fishes was transported to this museum, resulted taxonomically by Dr. Franz Steindacher. He described many new species of fishes from Japan, including Salmon Bay. Their materials are still stored in this museum and then being studied by many taxonomists around the world. Next, I talk about how we decide to donate these shark specimens. On this May, Dr. Mixi of the museum asked Professor Dr. Chun Li about the possibility of obtaining a new and good condition specimens of goblin shark, Nisculina ostoni, for this commemorative exhibition. Fortunately, Mrs. Nagako Mitsukuri, who is the wife of Professor Dr. Li, and Dr. Seno has been acquainted with them. Mrs. Mitsukuri is a member of the Mitsukuri family, who produced Professor Dr. Mitsukuri, Kakichi Mitsukuri. Dr. Mitsukuri was first Japanese professor of zoology at the University of Tokyo about 150 years ago. Dr. Mitsukuri contributed to the scientific discovery on a goblin shark, Nisculina ostoni, in Salmon Bay. The scientific name of this shark referred to his name. Therefore, we decided to donate to two specimens, judging that it is a great honor for us and important as an academic exchange between both museums. I think the relationship is very important. Next, I introduced about the Kanagawa Prefecture Museum of Natural History. Our museum established in 1995 in near Hakone Volcano, about 100 kilometers west of Tokyo. The Hakone Volcano is active now. It's a natural history museum operated by Kanagawa Prefecture government. Therefore, our collection consists of 700,000 specimens from Japan, including made in Kanagawa Prefecture and Sagami Bay and Hakone Volcano itself. And research, exhibition, and educational activities are conducted. If you have the opportunity to visit Tokyo, please make a stop in our museum. Finally, I hope the friendship between Japan and Austria and the friendly relationship between museums in both countries will deepen. Thank you to His Excellency Kiyoshi Koinuma, Ambassador, extraordinary and very potentially of Japanese Austria, for attending this ceremony. I would like to thank Director General Dr. Kevel and Dr. Mixi and the other staff of this museum, and Professor Dr. Lee and Mrs. Mitsukuri for their great cooperation. Thank you very much. Well, thank you very much for your kind words. Wir kommen damit zum ersten musikalischen Teil unseres heutigen Zusammenseins.
Ich werde Ihnen dann später den Pianisten, Herrn Professor Lee, noch ein bisschen näher vorstellen. Wir haben ja sehr viel miteinander zu tun gehabt in letzter Zeit. Und ich darf bitten um Ihren ersten Beitrag heute. Dankeschön. Zur offiziellen Übergabe der Geschenke an unser Haus. Und ich darf einmal die Betroffenen bitten, nach vorne zu kommen. Die Hiroshi, would you like to join me here now? Yeah, everyone has to do this job. And the director of the Kanagawa Museum and Director Kubo, please seal the deal with a handshake in front of the Heute ist ein großartiger Tag. Natürlich ist es ein großartiger Tag. Wir haben hohen Besuch, wir haben wunderbare Gäste und wir kriegen so tolle Geschenke. Das ist aber auch ein Tag, an dem man daran erinnern kann, dass die Beziehung zwischen Wissenschaftlern eine ganz besondere ist. Wissenschaftler bewegen sich, weil sie ja vom Austausch leben, üblicherweise in ausgedehnten Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen. Sie verstehen natürlich die Sorgen und Nöte des anderen und man stößt in dieser Community allgemein auf sehr, sehr große Hilfsbereitschaft. Und wie der Herr Botschafter in seiner Rede schon angedeutet hat, der Vertrag, dessen Jubiläum wir heute begehen, ist ein umfassender. Es geht also nicht nur um Handel, es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht um den gesellschaftlichen Austausch und es geht eben auch um den Austausch im Bereich Wissenschaft und Forschung. Und darauf kann man nicht genug hinweisen. Dieser Austausch zwischen Wissenschaftlern ist eine Brücke quer über alle gesellschaftlichen Unterschiede, quer über jede Differenz auf freundliche, hilfsbereite, zuvorkommende Art und Weise, einfach weil ein gemeinsames Ziel dahinter steckt. Uns verbindet einfach der Wunsch, Wissen zu vermehren, zu erforschen, oder wenn man es pathetisch ausdrücken will, die Ziele der Aufklärung weiter zu verfolgen. Und wenn man bedenkt, dass wir in einem sogenannten postfaktischen Zeitalter leben, das von Fake News und Populismus geprägt ist, ist darauf hinzuweisen, vielleicht gar nicht pathetisch, sondern dringend notwendig. Japan hat mit der Initiative, die uns heute hier zusammengeführt hat, eine wunderbare Gelegenheit geschaffen, genau eben auch auf diese Zusammenarbeit hinzuweisen, die uns über alles Trennende hinweg immer verbindet. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Was vor rund 150 Jahren begonnen hat mit dem Vertrag, Christian Köhler hat es ja schon erwähnt, aus dem ist mittlerweile wirklich Erstaunliches entstanden.
Unser Museum hält heute ungefähr 25.000 Exponate aus Japan. Das ist eine ganze Menge. Das Grobe stammt aus der Zeit nach Abschluss des Freundschaftsvertrages. Einige Stücke sind ein wenig älter. Und der offizielle Startschuss dieser Beziehung war eben, wie schon erwähnt, diese adriatische Expedition der bekannten Schiffe 1869 bis 1870. Und es waren auf beiden Schiffen mehrere, zum Beispiel der Schiffsarzt der Donau war ein besonders eifriger Sammler. Mit von der Partie war aber auch der Maler, Diplomat und Forschungsreisende Rançonnet als Honorarkonsul. Und der hat, glaubt man der Chronik, das erste Klavier nach Japan gebracht. Er durfte auch ein kleines Konzert geben vor dem Kaiserpaar. Und Sie sehen, auch wenn Österreicher mit Korallen, Insekten oder Fischen beginnen, enden sie irgendwann bei der Musik. Der persönliche Kontakt zwischen Kolleginnen und Kollegen des Naturhistorischen Museums und ihrem Pendant in japanischen Einrichtungen wird bis heute gepflegt, um Ihnen einen Eindruck zu geben. Wir dürfen ungefähr an 2 Wochen im Jahr durchschnittlich Kolleginnen und Kollegen aus Japan hier im Naturhistorischen begrüßen. Umgekehrt verbringen Kollegen des Naturhistorischen ungefähr 3 Wochen pro Jahr in japanischen Einrichtungen. Das ist angesichts dieser doch beachtlichen Entfernung zwischen unseren Ländern gar nicht so wenig. Die großartigen Haie, die wir heute offiziell als Teil unserer Sammlung in Empfang nehmen dürfen, sind wie so vieles in diesem Haus mit einer Geschichte verbunden. Wienerisch eine Geschichte, nicht zu verwechseln mit einer Geschichte. Eine Geschichte ist eine Geschichte, die zu schön ist, um wahr zu sein. Kurz, es könnte auch übertrieben sein. Wir sind halt nicht nur eine Forschungseinrichtung, sondern wir sind auch ein naturhistorisches Museum. Das heißt, wir beschäftigen uns auch mit der hinter den Objekten stehenden Geschichte und mit der Entwicklung unserer Wissenschaft in diesem Haus. Diese 2 Stücke sind, das müssen Sie mir jetzt glauben, Sie können Anthologen immer glauben, sind ausgesprochen seltene Stücke. Beides sind Tiefseehaie, über deren Biologie wir sehr, sehr wenig wissen. Wie rar diese Stücke sind, können Sie ermessen, dass kaum, dass die Nachricht, dass wir hier diese beiden Fische bekommen, durchgesickert ist, und es sickert immer alles durch bei uns in Wien, die Kollegen von der Universität Wien sofort eine Reservierung zur Bearbeitung haben wollten. Das tut mir leid, also die müssen jetzt noch ein bisschen warten, weil jetzt gehören unsere 2 Neuzugänge natürlich einmal unseren Besuchern. Einer der beiden Haie, das ist auch schon angeklungen, hat sozusagen auch einen sehr speziellen familiären Hintergrund. Dazu muss man die Vorgeschichte unserer heutigen Begegnung ein wenig kennen. Es ist ziemlich genau 5 Monate her, dass uns eine freundliche Anfrage eines Besuchers erreicht hat, der wissen wollte, ob der Koboldhai im Saal 25 ein Original wäre, was er natürlich ist. Wir sind ja das Naturhistorische Museum. Aber nebenbei hat er angefragt, ob wir Interesse hätten an frischem Material. Und das kommt einem in diesem Haus nicht oft unter, dass ein Besucher anbietet, sich um Material zu kümmern. Wie auch immer, wir waren nur kurz geschockt und haben dann natürlich zugesagt. Und dieser Anfrager war Herr Professor Lee, der uns damals natürlich noch überhaupt nicht sagte, wie denn auch. Schließlich ist er ja nicht unbedingt Zoologe, sondern Musiker, Künstler, Universitätslehrer, alles Mögliche, aber eben nicht Zoologe. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dieser Professor Lee ist verheiratet mit seiner charmanten Gattin, die neben ihm sitzt, und die trägt den klingenden Namen Nagako Mitsukuri. Und sie stammt damit aus einer hoch angesehenen Familie, die eine Fülle von Naturwissenschaftlern, Ärzten, Rechtsanwälten
und so weiter hervorgebracht hat. Unter anderem eben auch den Zoologen Kakishi Mitsukuri, von dem unser Kollege Hirata schon gesprochen hat, der 1857 in Edo geboren wurde, dann nach Amerika ging, im Alter von 16 Jahren ein Studium in Yale und an der Johns Hopkins, die war damals ja ganz neu, absolviert hat und nach seiner Rückkehr nach Japan eine steile Karriere gemacht hat an der Universität, an der Kaiserlichen Universität in Tokio, wo er zunächst Professor, später Mitglied des Universitätsrats und schließlich Dekan wurde. Kakishi Mitsukuri war darüber hinaus aber nicht nur Wissenschaftler, sondern auch sehr bemüht, dem fernen Westen das Leben und die Kultur Japans näher zu bringen und hat sich dabei sehr große Verdienste erworben. Außerdem war er als Diplomat tätig und hat insgesamt die japanische Gesellschaft vielfach beeinflusst. Als dieser Mann dann eines Tages seinen ersten Koboldhai vor sich sah, das hat ihm ein gewisser Herr Austin gebracht, dieses Tier, dann hat er schnell erkannt, dass es etwas Besonderes war, was er da versichert. Und er hat das Tier an die California Academy of Sciences geschickt, zu einem gewissen Herrn Jordan, der damals wie heute ein Fixstern am Himmel der Ichthyologie ist. Und Jordan hat das gemacht, was halt Experten so tun. Er hat gesehen, das ist eine neue Art. Er hat sie beschrieben, veröffentlicht und hat auch gleich die Gattung neu beschrieben, weil es die nicht gab bis dahin. Und dieser Gattung hat er eben den Namen Mitsukurina gegeben. Das heißt, wir haben heute die außergewöhnliche Situation, dass wir bei der Übergabe dieser wunderbaren Stücke ein Familienmitglied jenes Mannes bei uns begrüßen dürfen, der Namensgeber der Gattung Mitsukurina war. Und das ist etwas, das einem Zoologen nicht sehr oft passiert in seinem Leben. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Wien hat ja das Image einer Musikstadt und seit vielen Jahren werben wir ja mit dem Slogan Wien ist anders, besonders natürlich, aber dass ein Musiker, ein Universitätslehrer und vielfach ausgezeichneter Weltreisender in Sachen Musik persönlich quasi auf dem Schoß zwei konservierte Haie von Tokio nach Wien bringt, ist nicht normal. Ja? Ich will Ihnen jetzt gar nicht die Details mit dem Zoll erklären, weil wir haben sie nicht gebraucht. Es war kein Problem. Dass sich dieser Mann dann auch noch über Monate als Co-Organisator, unersetzlicher Dolmetsch und jetzt auch noch als Begleiter unserer Veranstaltung am Flügel einsetzt, das ist schon wirklich etwas ganz Besonderes. Herr Professor Lee, meinen größten Respekt und herzlichen Dank dafür. Dear colleagues, dear Professor Lee, to show our gratitude for your help and friendship, we want to give to you a little gift to remember this day and the anniversary that brought us together. It's a fine replica of the most prominent piece in our holdings, the Venus of Milo. The original is about 29,000 years old, and of course one of the most important archaeological findings worldwide. Thank you very much.
Und wir nähern uns langsam dem Abschluss. Und den wird jetzt Herr Professor Hie gemeinsam mit seiner Gattin vierhändig am Flügel einleiten. Ich darf Sie bitten. Papagino sieht, wo so ein sanftes Täubchen, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Man schmeckte mir trinken und essen, dann könnte ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen. Und wie im Elysium sein, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein, im Elysium sein, im Elysium sein. Wünscht Papagino sich, oh so ein sanftes Täubchen der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich.